Allen Steinberg hat bei der US-Präsidentschaftswahl 2008 für Barack Obama gestimmt. Doch die Politik des Demokraten enttäuscht sie. Bei den Kongresswahlen will sie ihre Stimme dem republikanischen Kandidaten Mark Kirk geben. Er soll Obamas früheren Senatssitz von den Demokraten übernehmen. Ich glaube, wenn wir ihnen nicht zeigen, dass wir enttäuscht sind, wird sich nichts ändern. In Obamas Wahlheimat Chicago steht es um die Demokraten schlecht. 2004 wurde er in Illinois mit 70% der Stimmen in den US-Senat gewählt. Der jetzige demokratische Kandidat Alexis Genulias liegt in Umfragen hinter seinem republikanischen Herausforderer. Kein Wunder, dass sich Obama und seine Frau Michelle persönlich in den Wahlkampf einschalten. Eigentlich sollte sich niemand um seinen eigenen Sprengel sorgen müssen. Sie wollen diesen Sitz um keinen Preis verlieren. Aber die Republikaner wollen sagen können, hey, wir haben den Sitz von Obama. Es ist ein erbitterter Kampf. Obama hat so sehr in der Gunst der Wähler verloren, dass der demokratische Kandidat Genulias sich vom Staatschef und der eigenen Partei distanziert. Wenn ich mit Obama uneins bin, sage ich das. Als Kämmerer von Illinois habe ich mit Demokraten und Republikanern gearbeitet. Ich bin unabhängig. Wie andere Kandidaten im Land setzt der Republikaner Kirk auf das Thema Finanzen. Er will weniger Schulden, die Steuern sollen sinken. Seine Anhänger sind zufrieden. Es wurden Milliarden ausgegeben, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber viel gebracht hat es hier nicht und wir sollen noch 2 oder 5 Jahre warten. Wir müssen die Mehrheit ändern, um das Land wieder auf Kurs zu bringen und die Verschuldung zurückzufahren. Auch medial läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Besonders die Republikaner haben Millionen an Spendengeldern eingesammelt, vor allem von nichtstaatlichen Organisationen, die hoffen, dass sich ihr finanzielles Engagement am Ende für sie auszahlt.